Hallo, herzlich willkommen zurück mit mir, der Joker und dem bitte-prämierten Ahrens. Ich bin zutiefst schockiert. Wie konnte mich dieses Spiel nur so verraten, nachdem ich es 8 Jahre so gut gehütet habe, dass die Hülle total beschädigt ist? Sieht es schade. Ah, Picurso Orbs. Picurso. Du hast einen vergessen. Ich habe einen vergessen? Wir zeigen ihm jetzt mal, wie viel einer ist. Okay? Zwei. Eins. Zwei. Drei, vier Stück und wir haben einen vergessen. Er macht sich um einen Gedanken, obwohl wir vier vergessen haben. Ja, da haben wir einen vergessen. Hast du das gesehen? Ja. Nee, das waren vier. Ich hau dir gleich voll den Controller ins Gesicht und dann mache ich das Let's Play alleine weiter. Nein. Notbremse, Notbremse. Ach, das Ding Rückwärtsgang? Nein. Der Bumm tot. Ey, was erwartest du eigentlich von mir, Pascal? Was erwartest du? Was stellst du für niedrige Ansprüche an mich, ja? Hier! Bam! Ah! Scheiße, nächstes Mal gucke ich, wie viel Energie ich habe. Ja, wäre wohl besser, ne? Ja, stopp. Ich habe jetzt keine Lust, da nochmal so durchzuflitzen, ne? Echt nicht. Wir brechen das Let's Play hier jetzt ab. Ich habe keine Lust mehr, Pascal. Nachdem ich so von diesem Spiel hintergangen wurde, ne? Ich begehe jetzt Selbstmord. Alles klar. Ich begehe jetzt eiskalten Selbstmord. Ich werde jetzt Selbstmord begehen. Ich springe! Oh mein Gott, er weint. Er weint. Warum weint er? Ah, meine Rüstung ist so dreckig und ich wurde so verprügelt von diesem Monster. Alter, halt die Fresse. Ah, ich wurde aber verhauen und ich bin stark und eigentlich bin ich auch cool und ich sehe eigentlich auch gut aus und ich bin Sex mit der Geologin. Aber nur wegen diesem Monster, das mir die Geologin ausgespannt hat, ja? Nur wegen dem Monster, was jetzt gerade eingeblendet wird bei euch. Nur wegen dem, das Viech, das, hier, guck mal, das kann einfach so Felsblöcke und wusch. Jaha, aber weißt du was, ich habe jetzt extra, damit ich dann nicht wieder hinterher renne, um das Viech zu töten, ne, wisst ihr, ich bin Marius verloren gegangener Bruder, Moment, ich muss mal eben auf Pause drücken, ich bin Marius verloren gegangener Bruder, der dritte, vierte, weil Marius da auch noch inzwischen, ach nee, das ist unser Cousin, ja, nein, und, ja, also, das ist so ähnlich wie Bowser und Peach, die Geologin wurde entführt. Obwohl die im Dorf steht. Und ja, ich habe die Pontons entfernt, wisst ihr? Ja, komm, halt die Fresse. Pack die Pontons wieder hin, du kriegst 90 Precursors und du gibst mir eine Energiezelle. Den vollen Felsblock da, den blöden Felsblock, den schmeißen wir noch weg. Und dann ist Feierabend, dann bringen wir das Viech um. Wenn ihr meint, dass das klappt. halt die Fresse da oben. Okay, ich bin schon wieder voll in mich selbst vertieft. Pascal guckt nur aufs Bildschirm. Auf den Bildschirm. Ey, ich habe auch voll das Problem mit den Artikeln, ne? Auf jeden Fall hat er jetzt die Pontons weggemacht, damit wir da zu dem Ding kommen, was wir, die brauchen wir eigentlich gar nicht. So, er will jetzt 90 Precursor aus von mir haben, dass er die da wieder hin tut, und dann kriegen wir auch noch eine Energiezelle von ihm. Okay, da ist ein Flieger, eine Fliege. Schwul. Wie er gleich ausflippt, weil ich... Alter! Wie er ausflippt, ne? Kann er jetzt mal aufhören zu labern? Der hat ein Piercing, siehst du das? Ja, aber irgendwie labert er schon den ganzen Part über, kann das sein? Ja, fast, ne? Nie wieder spreche ich den Typen an. Echt nicht. Das habe ich nicht nötig. Nicht, ne? Komm, fang an zu heulen. Hier hast du deine 90 Precursor aufs. Oh, finde ich super! Dankeschön, Alter. Das ist aber nett. Ja, oh mein Gott, ja, ich hab euch so lieb. Und da war gerade keine Energiezelle. Das hat, das, jetzt habe ich es auf Video, jetzt kann ich es beweisen. Ja, da war gerade eben keine Energiezelle, bevor ich da hingegangen bin. Jetzt hat er seine 90 Picasso ausgekriegt. Jetzt packt er die Pontons da wieder hin. Ja, und zack, kriege ich eine Energiezelle. Es wurde nichts davon gesagt. Kauft euch das Spiel, spielt nur bis dahin, mir egal. Ne? Aber ohne Flachs jetzt. Der spricht nicht von einer Energiezelle. Aber weißt du was, der da vorne, der tut mir auch leid. Außerdem können die mich vom Selbstmord abhalten. Der ist im Fass. Mhm. Jetzt zeige ich euch mal, jetzt, das ist eins der ekelhaftesten Sachen, die es in dem gesamten Spiel gibt. Er sagt uns gerade, dass er unter der unter dem Fass nackt ist. Ja, er ist nackt unter dem Fass. Er will sich eine neue Hose kaufen. Von 90 Precursor aus, die wir ihm geben sollen. Die geben wir ihm jetzt auch. Und dann achtet mal bitte, wo er die Energiezelle herkriegt.
normale Leute da, hol dir das aus dem Hut. Oder so aus der Hand. Guckt es euch an, ich gebe ihm seine 90 Energiezellen. Piccolo Ops. Und der Griff in den Schritt. Und da ist er. Sehr lecker. Das ist doch mal richtig ekelhaft, ne? Das ist auch, ja. Naja, dann will ich jetzt mal das machen, was er will. Und was will er, Pascal? Kannst du Lippen lesen? Nö. Und hier dolmetschen? Weil er hat auf Englisch gelabert. Ja. Ja. Er will, dass wir jetzt wieder da ins Becursor-Becken gehen. Uns auf den Aircraft-Zoomer setzen. Alter, jetzt ist das am Lacken, wa? Alter! Was ist denn los? LOL. Alter, was hast du gemacht? Ich spiele einfach nur. Liegt das am Spiel vielleicht? Das kann nicht. Wie geil ist das? Ach, kann ich nicht. Also ein Wachenpart. So nichts. Ah, jetzt geht's langsam. Ja, da geht's langsam wieder. Oder auch nicht. Doch jetzt. Da haben wir es wieder. Oh, haben wir ein Schwein gehabt jetzt, ey. Ich habe echt gedacht, Scheiße, ich platze hier gleich alles aus den Nähten und wir müssen einen neuen Part anfangen nach 6 Minuten. Knapp 7. Also, soll ich dir sagen, was er will? Hm. Er will Sex mit kleinen Kindern. Glaube ich ihm so. Nein, also, er will, dass wir einen Rekord brechen. 45 Sekunden da drin. Und ich wette, wir schaffen es nicht mal 44 Sekunden. Sekunden ist Maximum, was wir brauchen dafür. Oh, 43. Er schießt bestimmt. Er bringt so richtig am Schießen, wa? Nein, Mann. Muss man da so komisch runterspringen? Ja. Ah, sogar 42 Sekunden! Hey. Bin ich nicht gut? Neuer Rekord. Jetzt können wir uns das Ding da sogar wegholen. Fein. Wieder aus seiner Hose. Beziehungsweise aus seinem Fass. Vor seinen Genitalien. Ah, die war auch... Ja. Naja. Was machen die denn da? Naja. Ja, ich sag doch, da geht richtig die Post ab unten, ey. Unter der Erde ist das Versauteste. Da links sind eine Picasso Ops. Ja, da will ich jetzt gar nicht hin. Und oh, da sind auch noch welche. Und innerhalb von, ja, in 2 Minuten müsste ich das... könnte knapp werden. Okay, wir überziehen den Part ein bisschen. Nur da... Nö, wir überziehen den Part nicht. Nö, wir machen ziemlich genau bei 10 Minuten Feierabend. Die sind mir jetzt im Moment scheißegal. Pascal, wie viel Zeit habe ich noch? 1,5 Minuten. Achso, das ist aber doof. Gut. Soll ich euch ein bisschen was erzählen in der Zeit? Ja, ein bisschen was erzählen wäre gut, ne? Ja, ich bin traurig. Worüber denn? Darüber, dass ich das gerade eben nicht geschafft habe mit dem Prozent! Ich begehe selbst noch, ich habe gesagt, ich springe. Super. Na gut, jetzt habe ich 1 Minute 10 Sekunden Zeit. Ey, scheiße, ne? Wenn man richtig ernsthaft am Zocken ist, da vergeht die Zeit wie im Flug, ne? Ja, ne? Ich meine, das ist bei uns jetzt wo wir es drehen, 20 vor 7, abends. Hm. Na gut, 18.39 Uhr, so, ich hole mir hier jetzt noch die Picasso-Ops weg. Dann sprich darüber. Wann sind wir angefangen? Ach. Gegen? Das weiß ich nicht mehr. 6? Halb 6? Quatsch! Halb 6, 6. Das war gegen 5, als wir angefangen sind, Pascal. Das war halb 6, 6, das war nicht später. Feierabend! Wir haben 28 Energiezellen, 29%. Und Moment, wir warten jetzt einfach. Okay, Moment, ich krieg hier jetzt noch eben kurz einen Ausraster. So, meine Stimmung ist wieder da. 500. Oh Gott. Wisst ihr was? Wir machen jetzt keinen 10-Minuten-Part. Wir verabschieden uns für diesen Part, machen mit dem 9. Part weiter. Ich denke, dass es der 9. Part ist. Zähl jetzt nicht nach. So. Oh, passt auf, wir machen jetzt keinen 10-Minuten-Part. Wir machen jetzt keinen 10-Minuten-Part. Das ist kein Scherz. Wir machen keinen 10-Minuten-Part. Tschüss! Bis zum nächsten Part. Bis dann. Bye. Tschüss.